Das UFO-Phänomen ist real, keine Frage. Aber ob Außerirdische dahinter stecken, das ist völlig unbekannt. Keiner der Experten und Geheimdienstleute, mit denen ich bislang gesprochen habe, will sich eindeutig auf irgendeine bestimmte Herkunft der seltsamen Erscheinungen festlegen. Der amerikanische Whistleblower David Grush ist sogar der Ansicht, dass das Phänomen aus einem höherdimensionalen physischen Raum stammen könnte, der sich vielleicht genau hier befindet, aber wir nehmen ihn in der Regel nicht wahr. Also, woher kommen sie denn, die UFOs? Ein Hinweis darauf steckt ausgerechnet in einer Theorie, die überhaupt nichts mit fliegenden Untertassen zu tun hat, sondern es geht darin um den ebenso mysteriösen Einfluss von Geist auf Materie, der schon vielfach experimentell belegt wurde, und um die Frage aller Fragen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und ich freue mich sehr darüber, jetzt mit dem Mann zu sprechen, der diese Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München erforscht. Herzlich willkommen, Professor Dr. Markus Meyer. Hallo, Herr Fleischer, ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Sie sind ja Psychologe, Sie haben gar nichts mit UFOs am Hut. Sie haben Ihre Karriere in der Entwicklungspsychologie begonnen mit einer Dissertation über Bindungstheorie an der Uni Regensburg und sind dann 2008 als Assistenzprofessor für Psychologie an die New York State University at Stony Brook auf Long Island gegangen, haben aber dann 2010 einen Ruf an die Ludwig-Maximilians-Universität München angenommen und seitdem arbeiten Sie dort als Leiter der Forschungsgruppe Geist-Materie-Interaktion am Department Psychologie. Und der Hauptschwerpunkt Ihres Teams liegt auf der Interaktion zwischen subjektiver und objektiver Realität, wie sie in der Willenspsychologie beschrieben wird. Und darum geht es unter anderem um Akte des freien Willens. Also Sie erforschen den freien Willen. Das klingt für mich so, als hätten Sie einen leisen Zweifel daran, dass es so etwas wie einen freien Willen überhaupt gibt, Herr Professor. Also würde ich nicht sagen. Ich habe im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, es gibt einen freien Willen. Nur ist das Problem, dass dieser freie Wille mit dem naturwissenschaftlichen Weltbild, mit dem wir allgemein im akademischen Kontext operieren, nicht vereinbar ist. Und das bedeutet, wenn wir den freien Willen untersuchen und glauben, dass er existiert und ihn auch testen wollen, dann müssen wir von ganz anderen Realitätsmodellen ausgehen, als die, mit denen wir bisher gearbeitet haben. Das ist wirklich sehr spannend, das Thema freier Wille. Das ist ein grundlegendes Thema der Motivationspsychologie. Wieso? Was stimmt denn an unserem Realitätsbegriff nicht? Warum soll das da ein Problem sein? Ja, ich skizziere mal kurz, was verstehen wir denn unter dem freien Willen? Beim freien Willen geht es um eine autonome, intentionale, absichtsvolle Einflussnahme. Dieser autonome, willentliche Impuls geht von einem Individuum aus und soll Einfluss nehmen auf eine Realität außerhalb des Individuums und diese verändern. Das ist mal das Grundkonzept des freien Willens, eine wirklich frei gewählte Einflussnahme auf eine externe Umwelt. Ein Beispiel aus der Psychologie wäre, jemand möchte zum Beispiel, ein typisches motivationspsychologisches Problem, jemand möchte abnehmen, hat jetzt die Intention, oh, ich möchte jetzt eine Diät beginnen und kann jetzt frei wählen, dass die Person eine Diät beginnen möchte, aber auch welche Art von Diät, und setzt dann Verhalten in Gang und verändert die Umgebung. Der Körper wird verändert, das Gewicht nimmt hoffentlich ab im Zuge dieser Willenshandlung. Und es verändert sich eben die objektive Realität, in dem Fall das Gewicht wird in Kilogramm reduziert, messbar auf der Waage. So, das ist die Grundkonstellation, die wir vor uns haben, wenn wir uns mit dem freien Willen beschäftigen. Und jetzt ist aber das Problem, dass das naturwissenschaftliche Weltbild, die sogenannte objektive Realität, die Gegenstand der Naturwissenschaft ist, ich meine jetzt hier die physikalische, chemische Welt, wie sie in der Physik, in der Chemie, in den Naturwissenschaften, in der Biologie beschrieben wird, dass dieses Weltbild unvereinbar ist mit einer autonomen, intentionalen Einflussnahme. Das wäre eine Anomalie in diesem Weltbild. Das wäre eigentlich gar nicht möglich in diesem Weltbild. Ich kann es gleich noch mal ein bisschen ausführlich erläutern. Und das ist das Problem. Und deswegen sagen wir, okay, wir können also nicht mit dem Weltbild operieren, das grundsätzlich in der Naturwissenschaft seit langer Zeit, seit Hunderten von Jahren verwendet wird, sondern wir müssen mit anderen Realitäten arbeiten. Wir müssen wahrscheinlich annehmen, dass es eine andere Art von Realität gibt, um den freien Willen überhaupt implementieren zu können. Also das führt zu Sie sagen, unser ganzer Realitätsbegriff scheint falsch zu sein, der ja im Moment unterscheidet zwischen einer objektiven Realität, wo die Dinge passieren durch Naturgewalten wie Gravitation, Lichtgeschwindigkeit und was es da alles gibt. Und andererseits gibt es diese subjektive Welt im Inneren, wo wir Gefühle haben, wo wir Freude empfinden, wenn wir ein Bild anschauen,
wo wir lieben, wo wir hassen und so weiter. Und all das lässt sich ja naturwissenschaftlich, das ist ja das, worauf Sie hinaus wollen hier, ja, dass also naturwissenschaftlich es eigentlich keinen Grund gibt, warum ich jetzt Spaß habe an der einen Musik und der anderen Musik nicht. Das sind alles nur sozusagen neuronale Fürze von chemischen Prozessen in meinem Gehirn. Ja, genau. Ich kann das gerne ein bisschen ausführlich erläutern, aber Sie haben es genau richtig skizziert. Ich würde nicht sagen, dass es ein falsches Weltbild ist. Es ist nur ein eingeschränktes Weltbild, das nur gewisse Phänomene zulässt zu beschreiben, aber andere Phänomene per se ausklammern muss. Dieses Weltbild, das naturwissenschaftliche Weltbild, das im Prinzip auf dem Descartes'schen Dualismus beruht, nämlich der Aufteilung in eine subjektive Realität einerseits, einer Realität des Geistes, und der objektiven, materiellen, physikalischen Realität andererseits. Diese Dualität ist ganz gut für bestimmte Zwecke, aber ist nicht in der Lage, alle Phänomene, gerade auch psychologischen Phänomene, adäquat zu beschreiben. Und darum muss man dieses Weltbild erweitern. Ich kann es mal gerne ein bisschen ausführlich erläutern. Worum handelt es sich denn überhaupt, wenn wir von subjektiver und objektiver Realität im Sinne des Descartes'schen Dualismus sprechen? Man kann diese beiden Realitäten im Prinzip anhand von drei Charakteristika, von drei Dimensionen unterscheiden. Ich habe das mal genannt, die Dimension der involvierten Personen, dann die Dimension der Belegbarkeit oder der Nachweisbarkeit und dann die dritte Dimension wäre die Messdimension. Ich werde das gleich mal ein bisschen ausführlich erläutern. Ich bitte da ein bisschen um Geduld. Das ist ein bisschen eine komplexe Theorie, mit der wir dann arbeiten, aber ich muss diese Grundbegriffe hier erstmal einführen. Also, wenn wir uns anschauen, die Dimension der involvierten Personen. Bei der subjektiven Realität steht das Individuum im Mittelpunkt. Es ist eine individuelle Erfahrung, die auch nur dem Individuum allein zugänglich ist. Das sind die Erlebnisqualitäten, die eine Person verspürt. Wie es sich anfühlt, wenn man mit einer Nadel gestochen wird oder wie es sich anfühlt, wenn man auf eine Zitrone beißt, ist in der subjektiven Realität ein individuelles Erleben. Bei der objektiven Realität, das Pendant dazu auf dieser Dimension, ist die Kollektivität. Es sind kollektive Erfahrungen, kollektive Eindrücke, die man hat und die man auch miteinander teilen kann, die man auch gemeinschaftlich haben kann. Also wir haben hier die Unterscheidung zwischen Individualität und Kollektivität auf der einen Ebene. Auf der zweiten Dimension, diese Belegbarkeit, ist es so, die Erlebnismomente, die in der subjektiven Realität diese Realität konstituieren, sind nicht belegbar, kommunizierbar oder mitteilbar. Ganz einfaches Beispiel. So wie sich für mich eine Zitrone anschmeckt, so wie ich das empfinde, wenn ich auf eine Zitrone beiße, das können Sie, Herr Fleischer, oder jeder andere außerhalb, der uns zuhört, niemals nachvollziehen, wie ich das empfinde. Sie glauben, dass ich es genauso empfinde, wie wenn Sie auf eine Zitrone beißen, aber wir können das nie belegen. Es fehlt also hier das Element der Belegbarkeit oder der wissenschaftlichen Nachweisbarkeit oder der Evidenzgenerierung. Das ist auf dieser subjektiven Ebene nicht möglich. Im Gegensatz dazu, die objektive Realität ist genau dadurch gekennzeichnet, dass man belegen kann. Dadurch wird auch Objektivität gewährleistet. Wenn ich etwas sehe und jemand anders oder empfinde und jemand anders kann das bestätigen, dann hat es einen objektiven Charakter. Ich mache mal vielleicht ein Beispiel, dann wird es nochmal ein bisschen deutlicher. Ich sehe jetzt hier auf meiner Hand einen rosa Elefanten. Und den erlebe ich auch, wie schwer der ist und wie er sich anfühlt. Der ist sogar kuschelig. Der ist nämlich nicht so groß wie ein normaler Elefant, aber ich empfinde ihn. Das ist jetzt mein subjektives Erleben. In meiner subjektiven Realität ist es jetzt real. Ich sehe den auch wirklich jetzt vor mir. Ja. Und das ist aber nicht bestätigbar. Sie sehen das nicht. Sie würden sogar leugnen, dass ich den sehe. Ja. Es ist einfach nicht, Sie können nicht in meine subjektive Lebenswelt eindringen. Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt hat ja gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ja, ja, genau. Das wäre diese Art von subjektiver Realität, die wir auch gemeinhin so ein bisschen abtun als, naja, das ist halt so eine Verzerrung, das ist eigentlich nicht wahr. Und das stimmt ja auch, weil es nur dem subjektiven individuellen Erleben zugrunde liegt und wahr im Sinne von objektiv ist es nicht. Man muss aber aufpassen, die Gleichsetzung mit Objektivität und Wahrheit. Aber das kann man gleich nicht. Jetzt halte ich einen anderen Gegenstand in der Hand, ja, und ich bilde mir jetzt ein und empfinde jetzt, ich sehe jetzt hier und empfinde, ich habe einen Kugelschreiber, einen schwarzen Kugelschreiber in der Hand. Und jetzt, Herr Fleischer, was sehen Sie? Na, ich sehe einen Kugelschreiber. Danke, dass Sie mich hier nicht jetzt im Stich gelassen haben. Sie sehen einen schwarzen Kugelschreiber. Und das ist die objektive Bestätigung. Das heißt, es muss sich hier um eine objektive Realität handeln, weil nicht nur ich das erlebe, sondern jemand anders auch. Objektive Phänomene, wie dieser Kugelschreiber in meiner Hand, sind bestätigbar. Die dritte Dimension ist jetzt die Messdimension. Auch hier unterscheidet sich subjektiver von objektiver Realität. Die subjektive Realität wird durch eine Art von Messung, durch eine innere Beobachtung erzeugt. Und diese Messung ist konstruierend. Es ist eine konstruierte Realität. Das ist ja auch die Kritik, die wir an der subjektiven Realität oft anstellen, dass sie rein konstruiert ist. Ja? Während die objektive Realität durch eine Messung charakterisiert ist,
die man als passiv registrierend bezeichnen könnte. Das bedeutet, hier wird nichts irgendwie konstruiert, sondern man schaut einfach nur, was da ist und nimmt es wahr. Dadurch gibt es auch diese intersubjektive Übereinstimmung, nämlich wir sehen beide das Gleiche, weil keiner von uns jeweils was Eigenes konstruiert hat. Ich konstruiere nicht hier einen schwarzen Kugelschreiber und Sie sehen jetzt hier nicht einen roten Kugelschreiber, sondern wir registrieren passiv, da ist jetzt ein schwarzer Kugelschreiber in der Hand des, der Person, die jetzt spricht. Das sind die drei Dimensionen, das sind die typischen Charakteristika von subjektiver und objektiver Realität. So, bleiben wir jetzt mal bei der objektiven Realität. Die objektive Realität kann nur objektiv sein, weil sie komplett naturgesetzlich durchdeterminiert. Das bedeutet, irgendwann nimmt diese Realität einen Anfang, möglicherweise der Urknall oder ein anderer irgendwie gearteter Anfang, ist egal, was man jetzt da annimmt. Und ab diesem Zeitpunkt läuft das Ganze wie ein Uhrwerk ab. All die Phänomene, die dann generiert werden, die Entstehung des Universums bis hin zu unserer Existenzwerdung und dergleichen, all das passiert uhrwerksartig, funktioniert nach Naturgesetzen, die streng deterministisch zu einem bestimmten Verlauf führen, der auch unbeeinflusst von unserem Wollen abläuft. Das ist der wichtige Punkt. Und hier kommt der Widerspruch nämlich auch zu unserem Wollen. Es ist wie eine Maschine, wie ein Uhrwerk, das abläuft. Es gibt dann noch den Quantenzufall. Es gibt ein Element des Indeterminismus, der Zufälligkeit. Das ist aber auch im Prinzip eine Naturgesetzlichkeit, nur auf wahrscheinlichkeitstheoretischer Ebene. Auch diese Effekte dieses Quantenzufalls sind berechenbar, prinzipiell, ja, mathematisch fassbar und sind nicht durch irgendein Wollen beeinflussbar. Das ist die Idee der objektiven Realität. Und nur deswegen ist diese Realität auch objektiv, weil die Naturgesetze gelten. Wir sehen das Gleiche unter den gleichen Bedingungen. Das ist ja die Hauptdefinition von Objektivität, weil Naturgesetze dahinter stehen. Ja, wir sehen hier den Stift fallen. Ja, und jetzt mache ich das Experiment nochmal. Wir sehen das zweimal. Ich habe es repliziert. Der Stift fällt jeweils runter, wenn ich ihn loslasse. Hier wirkt also ein Gravitationsgesetz. Und weil eben das Gravitationsgesetz da ist, können wir das Phänomen des Fallen des Stiftes als objektives Phänomen definieren, weil es unter gleichen Bedingungen, egal wer misst oder wie auch immer, wie oft wir messen, immer das Gleiche rauskommt. Also kurz gesagt, wir sind kleine Rädchen im Getriebe eines festgelegten, genau, bestehenden äußeren, genau, Zahnrades oder genau, Getriebes, das halt bestimmte Gesetzmäßigkeiten hat und wo die Geschwindigkeiten von einzelnen Rädchen halt feststehen. Und ich kann jetzt nicht einfach meine Geschwindigkeit ändern, wie ich will, weil das ist, genau, ja alles andere. Also, genau, es gibt sozusagen eine äußere, materielle, objektive Realität. Genau. Und ich bin da eben drin und muss mich an die Regeln halten. So. Genau. Unser Sein, unser Entstehen ist nicht bedingt durch das Wollen unserer Eltern oder unserer Vorfahren, sondern ist einfach nur durch die biologischen Prozesse, die ja auch naturwissenschaftlich, naturgesetzmäßig ablaufen, entstanden und wird sich so verlaufen, ohne unser Zutun, ohne unser wollendes Zutun, wie es verlaufen muss nach den Naturgesetzmäßigkeiten plus den Quantenzufall, der aber auch eine Gesetzmäßigkeit wahrscheinlichkeitstheoretischer Art darstellt. Hier ist also kein Platz für irgendein autonomes, wollentliches Einflussnehmen eines Individuums oder irgendwelcher anderen Entitäten, die ein Wollen haben. Hier kann man auch keine Gottesvorstellung platzieren. Das ist einfach so ein Uhrwerk, das nach den Naturgesetzen sich vollzieht. Wichtig ist, ja, das ist im Prinzip auch so ein bisschen eine zirkuläre Definition, weil objektiv ist das, was durch wiederholte Messung sich als stabiles Phänomen erweist. Und das bekomme ich aber nur, wenn ich eine Naturgesetzlichkeit dahinter annehme. Die Art des passiven Registrierens und des wiederholten Wahrnehmens des gleichen Phänomens unter gleichen Bedingungen konstituiert dann die Definition von Objektivität und das wiederum ist naturgesetzlich durchdeterminiert. Also die Determiniertheit und die Objektivierung, die gehen Hand in Hand, ja. Das gehört zusammen. So, und darf ich jetzt mal an der Stelle, ich muss ein bisschen Fragen stellen, weil wir sind ja nicht in einer Ihrer Vorlesungen, sondern wissen Sie, schon als Student war das immer schlimm, dass ich warten musste bis zur Frage-Antwort-Runde am Schluss. Jetzt ist es aber so, das kann ja irgendwie nicht stimmen. Also es kann ja so nicht sein, denn wir wissen ja, es gab am Peer Lab an der Princeton University, also jahrzehntelang, Versuchsreihen, wo untersucht wurde, welcher Art der Einfluss von Geist auf Materie ist. Und die haben tatsächlich es hingekriegt, Leute vor einen Holzkasten zu setzen, wo vorne eine rote und eine grüne Lampe dran war. In dem Holzkasten ist ein Zufallszahlengenerator, der bestimmt, ob die rote oder die grüne Lampe angeht. Wenn man den Holzkasten alleine lässt,
passiert das mehr oder weniger gleich oft, laut der normalen Häufigkeitsverteilung, die Glockenverteilung. Aber jetzt setzt man jemanden davor und sagt, macht, dass die rote Lampe öfter angeht als die grüne Lampe. Und tatsächlich geht statistisch signifikant die rote Lampe öfter an als die grüne Lampe. Das widerspricht ja dem, was Sie gerade gesagt haben, wie Sie die objektive Realität beschrieben haben, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Ja und nein. Also das Problem ist, diese Phänomene, die Sie hier geschildert haben, die sind tatsächlich berichtet worden. Ja, das ist ein Einfluss des Geistes, eines autonomen, wollenden Geistes auf einen Quantenzufallsprozess und damit die Aushebelung eines Naturgesetzes dieses Quantenzufalls. Ja. Jetzt ist aber das Problem, dass diese Art von Forschung nicht replizierbar ist. Und das bedeutet im Klartext, wenn ich dieses Experiment einmal mache und ich finde einen Effekt, den Effekt, den Sie auch korrekterweise beschrieben haben, Herr Fleischer, und ich mache da jetzt einen strengen Test der Objektivierbarkeit oder der objektiven Überprüfung. Ich mache eine Replikation, eine direkte Replikation, vielleicht sogar in einem anderen Labor, um nochmal die Unabhängigkeit sicherzustellen, dann zeigt sich der Effekt eben nicht mehr. Und das ist auch die Kritik an dieser Art von Forschung. Und das ist auch das, womit wir in unserer Forschung kämpfen, dass wenn du versuchst, es zu replizieren, es sich nicht mehr zeigt. Und damit würden Personen, die dem naturwissenschaftlichen Weltbild anhängen und dem Erhalt dieses Weltbild, würden sagen, naja, diese Phänomene treten nicht konsistent auf, sind damit nicht objektiv real. Es ist eine subjektive Einbildung von Herrn Fleischer oder den Forscherinnen, die das jetzt untersucht haben und berichtet. Dazu muss ich jetzt nochmal genauer fragen. Also Sie führen ja ganz ähnliche Experimente an Ihrem Institut durch, an der LMU München. Und ich habe jetzt hier mal von der Präsentation, die Sie mir geschickt haben, die Folie 54 eingeblendet. Da sehen wir einen Zufallszahlengenerator, der benutzt wird bei Ihnen, um bestimmte zufällige Ergebnisse rauszukriegen. Und das Ziel besteht jetzt also darin, dass die Probanden diese Zufallszahlenprozesse einfach mit Hilfe ihres Willens verändern, beeinflussen. Genau. Und was haben Sie dabei, was genau für Experimente, wie genau sehen Ihre Experimente da aus? Und können Sie mir noch mal genauer beschreiben, warum lässt sich das nicht replizieren? Es ist ja vielfach wiederholt und immer wieder gezeigt worden, aber warum lässt es sich nicht replizieren? Ja, ich kann Ihnen das Experiment mal kurz erläutern, exemplarisch. Wir haben viele Experimente durchgeführt, mittlerweile mit Zehntausenden Versuchspersonen, mittlerweile, glaube ich, sind es 40.000 Versuchspersonen. Viele der Experimente sind Online-Experimente, ja, einige Laborexperimente. Und an diesen Experimenten kann man sehr schön erkennen, das, was ich gerade gesagt habe, nämlich die Nicht-Objektivierbarkeit. Und da kommen wir dann gleich auch nochmal auf den freien Willen zurück. Aber gehen wir es mal der Reihe nach durch. Also dieses Experiment, das Sie angesprochen haben, verwendet einen Quantenzufallsgenerator. Von dem wissen wir, aus den Naturwissenschaften, dass der Quantenzufall ein echter Zufall ist. Den kannst du nicht beeinflussen. Der ist nicht unbeeinflussbar. Der Quantenzufallsgenerator produziert Nullen und Einsen, basierend auf einem Quantenprozess. Und das führt dazu, in unserem Experiment, ja, mit Hilfe von einer Software, führt es dazu, dass entweder ein positives oder negatives Bild gezeigt wird. Und die Versuchsperson hat die Aufgabe und wird da per Instruktion, aber auch durch eine gewisse Art von Manipulation, die ich jetzt hier nicht erläutere, dazu gebracht, mehr positive Bilder zu erhoffen oder zu wollen, intentional erzeugen zu wollen. Und die Frage ist jetzt, ist die Versuchsperson in der Lage dazu? Über viele Versuchspersonen natürlich gerechnet. Wir schauen nicht einzelne Versuchspersonen an, sondern teilweise tausende von Versuchspersonen. Also Sie setzen jemanden vor einen Bildschirm, auf dem rein zufällig positive und negative Bilder eingeblendet werden. Und Sie sagen dem, macht das dort mehr positive als negative Bilder auf. So in der Art, genau. Aha. Und was wir dann finden ist, in dem ersten Experiment, Sie haben wahrscheinlich auch eine dieser Folien mit den Ergebnissen, in dem ersten Experiment zeigen sich, ich gehe mal gerade auch den Foliensatz hier durch. Das ist der Foliensatz Nummer 59. Ja, habe ich. Da zeigen sich die erwarteten Befunde, nämlich die aus der Willensforschung erwarteten Befunde. Die Versuchspersonen sehen, das ist diese rote Kurve, die sie aus Grafik sehen mehr positive Bilder als bei Zufall erwartet. Die rote Kurve ist ein statistischer Wert, die bayesianische Statistik, Bayes Faktor. Wenn der über 10 geht, dann sagt man, die Evidenz für die A1, nämlich dass man mehr positive Bilder als per Zufall erwartet gesehen hat, ist statistisch bedeutsam. Es kann kein Zufall sein. Ja. Base-Faktor von 10 bedeutet, die H1 ist 10-mal so Wahrscheinlichkeit wie die H0. Und in der Kontrollbedingung, das ist die blaue Linie dann, sehen Sie praktisch keine Unterscheidung von 0. Hier wird die Null-Hypothese bestätigt. Im Prinzip sehen die Versuchspersonen in der Bedingung genauso viel positive wie negative Bilder. Also unter der Bedingung des autonomen Wollens finden wir plötzlich eine Abweichung von einem Naturgesetz, dem quantenmechanischen Zufall, zugunsten des Wollens der Person. Sie sehen mehr
Es ist wie wenn man im alltäglichen Leben sagen würde, wünsch dir was Positives und es passiert dir mehr als per Zufall erwartet was Positives. Also haben Sie damit bewiesen, dass es einen Einfluss von Geist auf Materie gibt? Also, das ist die erste Studie. Der Beweis, naturwissenschaftliche Beweis, erfordert eine direkte Replikation. Und jetzt wird's interessant. Wir haben dann dieses Experiment mehrfach, ich glaube dreimal, ich müsste nochmal jetzt mehr auf die Grafik schauen, aber ich glaube, wir haben es dreimal repliziert und zwar auch präregistriert. Also nach den höchsten Standards des wissenschaftlichen Vorgehens haben wir versucht, diesen Effekt zu replizieren. Und in dem Moment, das sehen Sie dann auf der folgenden Folie, in dem Moment, wo wir versuchen, diesen Effekt zu replizieren, stürzt der Effekt zugunsten eines Null-Effekts ab. Sie sehen das auf der Folie 61 zum Beispiel. Diese gestrichelten Linien auf dieser Folie markieren den Übergang von einem Experiment zum nächsten, das erste Experiment bis zur ersten gestrichelten Linie und dann das Replikationsexperiment nach dieser ersten gestrichelten Linie. Und da fällt die rote Kurve ab und die folgenden Linien geben dann immer wieder neue Replikationsversuche an. Und wir sehen, die Kurve wandert zunehmend, eigentlich bei jedem Experiment, zeigt ihr einen Null-Effekt. Sobald wir also ein Phänomen, das durch autonomes Wollen entstanden ist, objektivieren, belegen, kollektiv machen, bestätigbar machen, passiv registrierend messen, ja, in dem Moment verschwindet der Effekt. Und das ist auch genau das, was man aus der Definition der objektiven Realität erwarten würde. Autonomes Wollen kann da nicht wahrgenommen werden, weil das der Naturgesetzlichkeit und Determiniertheit widerspricht. Und in dem Moment, wo man mit der ganzen Armada des Objektivierens an diese Effekte herantritt, verschwinden sie. So, und das ist eigentlich der perfekte Übergang zu dem anderen Teil unserer Sendung. Denn was Sie bis jetzt, was Sie da gesagt haben, das trifft ja eigentlich wie die Faust aufs Auge auch auf das UFO-Phänomen zu, das seit Jahrzehnten versucht wird zu objektivieren, wo man noch so große Messgeräte aufstellt, die immer nichts zeigen. Man hat sogar regelrecht den Eindruck, die verschwinden, wenn man versucht, ein Messgerät aufzustellen. Es gibt ja sogar Dr. Walter von Lukadu, den Parapsychologen aus Freiburg im Breisgau, der den Betroffenen empfiehlt, wenn es bei euch im Schlafzimmer spukt, dann stellt eine Kamera auf, dann hört es auf. Und den Eindruck hat man ja auch von Orten, an denen es ganz besonders viele Phänomene gegeben hat, laut Berichten wie auf der Skinwalker Ranch und so weiter und so fort. Darum auch dieses seltsame Paradoxon, dass die Leute sagen, es gibt hunderte Milliarden Handy-Kameras inzwischen auf dem Planeten. Warum ist noch nie ein Foto von einem UFO gemacht worden und so weiter und so fort, ja? Und da sehe ich jetzt eine Parallele, deswegen hatte ich Sie eingeladen zu diesem, mit Ihrer interessanten Forschung in diese Sendung, eine sehr interessante Parallele zwischen Ihrer Forschung und dem UFO-Phänomen, die uns auf eine Spur geben könnte, wo die UFOs eigentlich herkommen oder was für eine Natur die eigentlich haben. Ist es wirklich etwas Objektives? Weil etwas rein Subjektives ist es ja nicht. Es werden ja Bodenspuren gemessen, von der Polizei gesichert und so weiter und so fort. Also, woher kommen die? Darüber werden wir jetzt im weiteren Verlauf der Sendung reden auf exomagazin.tv. Schaut mal rein, dort gibt's hunderte exklusive Videos, die ihr nirgendwo sonst findet. Und ich verspreche euch, das wird ein echtes Aha-Erlebnis, was ihr jetzt erfahren werdet. Wir sehen uns gleich wieder auf Exomagazin TV.